Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und platt gemacht Video im Monat März und es ist doch ganz schön viel geworden. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen nochmal durch die Produkte durchzugehen, sie Revue passieren zu lassen und nochmal drüber nachzudenken, was ich an ihnen mochte oder eben nicht an ihnen mochte, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier sind Produkte aus Boxen mit dabei, Produkte, die ich in PR bekommen habe, Produkte, die ich mir selbst gekauft habe, die ich geschenkt bekommen habe und Sammy schnüffelt sich da hinten ein zurecht. Ich habe keine Ahnung, was mit dem jungen Mann los ist. Wahrscheinlich ist er genauso nervös wie ich, was morgen als Video online kommt. Es wird aufregend, Leute. Ich habe es als Premiere, glaube ich, schon eingestellt. Also, ne? Ich bin ganz aufgeregt, wie ihr das alle so findet. Da kommt mein Produkt raus, Leute. Unglaublich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das von Ghoul ein Shampoo, was ich verwendet habe, was ich eigentlich ganz gut fand, aber wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, das würde ich mir jetzt nachkaufen. Es ist halt so ein zwischen anderen Shampoos benutzen Ding, was relativ günstig ist. Ne? Das ist, du bist meine Hair Queen, teile deine Love Speech. Das war auch irgendwo mal in der Box mit dabei. Ne? Und wie gesagt, also ich fand es gut, hat mir auch gut gefallen, aber es ist jetzt nichts, was ich jetzt aktiv mir nachkaufen würde, weil es meine Haare doch relativ lala gepflegt hat. Es war halt okay, ne? Aber es hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Was ich eigentlich ganz gut fand, war auch von Ghoul. Das hatte ich auch in einer Box drin oder in einem Adventskalender. Da ist noch ein bisschen Farbe oder was auch immer dran. Mein Freund renoviert nämlich gerade das Badezimmer. Kopfhaut-Sensitiv-Shampoo für trockene und empfindliche Kopfhaut mit weißem Tee und Wasserminze. Das fand ich ganz erfrischend. Mochte ich auch gerne leiden, wenn ich das zum Beispiel nach einem Kopfhautpeeling verwendet habe. Das fand ich wirklich angenehm. Das habe ich dann aber auch nur dienstags und freitags verwendet. Und ich würde das jetzt nicht jeden Tag anwenden, weil dafür ist es dann wahrscheinlich zu, weiß ich nicht, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Zu anders. Da fehlt mir dann der Spa-Moment. Aber das fand ich eigentlich schön. Also das würde ich mir tatsächlich sogar nachkaufen als Sensitiv-Shampoo, wenn ich für zwischendurch mal sowas brauche. Dann habe ich mir von Ahuhu dieses Koffein-Shampoo genommen, was quasi Thickening sein sollte, also quasi die Haare so ein bisschen dicken sollte. Fand ich top, mochte ich gerne leiden. Hier ist auch noch ein Hafer mit dran. Das läuft ja Kraft und Fülle mit Koffein, das ist ohne Silikone. Und mochte meine Haare, wie gesagt, dann an einem Dienstag und am Freitag ganz gerne. Und ja, ne, kann ich empfehlen, würde ich auch wieder verwenden, wenn ich es wieder hätte. Und der Duft ist halt jetzt nicht so super blumig, fruchtig, rampampam, sondern es ist halt schon ein bisschen herber, mochte ich aber gerne leihen. Was ich nicht gut fand, ist von John Frieda dieses Volume Lift, das war ein Conditioner, mochte ich wirklich nicht so gerne leiden. Also es ist okay gewesen, aber es war jetzt nichts, was ich obermäßig gut fand. Ne? Also das würde ich mir nicht nachkaufen. Ich hatte ja auch das Shampoo davon in Anwendung gehabt, was ich ja aussortiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder ob das noch kommt. Ich war damit leider nicht ganz so gut zufrieden. Ein nicht beschwerender Conditioner, der hat mir nicht genug Pflege gegeben. Frag mich nicht warum, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, wenn ich den verwendet habe. Dann habe ich noch einen weiteren Conditioner und zwar Reboot Brave New Hair Conditioner. Den fand ich hingegen toll, der hatte einen langanhaltenden Duft, den fand ich wirklich angenehm. Und das Einzige, was halt hier immer ein bisschen schwierig ist, ist dieser Applikator, ne? Aber da wubbel ich mir immer einen zurecht. Und ja, der Duft ist hammermäßig geil. Ich weiß gar nicht, wonach das riecht, aber es riecht wirklich, wirklich angenehm. Panthenol, Brave Plex Technology, Hyaluronsäure. Das ist meiner Meinung nach jetzt nichts unbedingt mit super viel Duft mit dabei, aber es riecht sehr blumig, sehr geil. Also für mich ein ganz, ganz toller Duft, den ich mir sogar als Parfum holen würde. Dann hatte ich hier einen Conditioner, den ich mal hatte. Dann hatte ich den wieder jetzt in der Box drin, habe mich drüber gefreut, aber fand den dann nicht so gut. Das ist von New, also von X-Later, dieser Have a Berry Special Day Conditioner. Der war mal besser irgendwie. Oder meine Haare mochten den mal lieber. Ich weiß es nicht. Aber also ich würde ihn mir jetzt nicht aktiv nachkaufen. Ich glaube, die New-Produkte gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen. Irgendwie glaube ich nicht, ne? Schreibt mir mal gerne, ob ihr das noch wisst. Also ich habe die schon länger nicht mehr im DM oder so gesehen, tatsächlich. Und Schneeflocken, leichte Kennbarkeit. Also ich kann halt wirklich sagen, dass er sich eigentlich ganz gut angefühlt hat, ne? Und auch die Haare ganz gut gepflegt hat. Aber es war halt nicht so dieses Ultimative. Und das mag wahrscheinlich daran liegen, dass ich einfach mittlerweile halt auch durch hochwertigere und hochpreisigere Haarprodukte etwas verwöhnt bin.
Muss ich leider zugeben, denn ich habe nicht nur durch die Kooperation mit Pomelo und Co. mittlerweile einen hohen Anspruch bekommen, sondern auch durch die sehr teuren Haarprodukte, die ich ja manchmal in Boxen drin habe oder die ich auch mal in einem Adventskalender drin hatte. Das ist dann immer schon eine andere Hausnummer und dann merkt man bei der Anwendung halt, warum die so hochpreisiger sind, ne? Wie gesagt, den New Conditioner würde ich mir jetzt eigentlich eher weniger nachkaufen und ja, war halt leider nicht so geil, wie ich das so in Erinnerung hatte. Ja, ich habe schon gesagt, Pomelo und Co., da habe ich auch natürlich in diesem Video wieder ein Produkt, was ich euch zeigen möchte, aber da möchte ich euch eigentlich das ganze Komplettset davon empfehlen. Ich habe davon Shampoo, Conditioner, die Maske und die Leave-in-Conditioner-Geschichte. Teilweise schon komplett aufgebraucht. Aktuell noch in Anwendung ist die Haarmaske. Die habe ich noch nicht leer und die habe ich seit Ende November, Anfang Dezember ungefähr in Anwendung. Da müsst ihr euch mal angucken, wie lange und wie ergiebig diese Produkte sind. Genauso war es ja auch hier mit diesem Leave-In-Conditioner. Ist übrigens die Cosmic Wave-Reihe oder die Cosmic-Reihe, das Cosmic-Set, was ich euch ans Herz legen möchte, weil es ist immer schön, wenn ihr die Produkte wirklich aus dem Komplett-Set zusammen habt. Nicht nur, weil das dufttechnisch dann alles immer sehr einheitlich ist, sondern auch, weil die Pflege dann so ineinander greift. Ne? Also ihr bekommt dadurch wirklich so weiches und geschütztes Haar, was ich auch sehr, sehr schön fand. Gerade so im Winter mochte ich das gerne. Und Richtung Sommer kann man auch nochmal drüber nachdenken, weil du hast auch in vielen dieser Produkte diese Heat Protection mit dabei, was ich gut finde. Hier hast du es nämlich auch Heat and Color Protection. Ich mochte den Sprühstoß hiervon. Und als ich hiermit fertig war, war ich neugierig und habe das mal hier oben aufgedreht und habe gesehen, dass das gar nicht so flüssig war, sondern dass es eigentlich, da kommt sogar noch ein bisschen was raus, eigentlich ist es so eine Art cremiges Produkt, was dann da rausgekommen ist. Total spektakulär. Also das ist ja, ne, ich bin ja auch so ein neugieriger Typ und hatte mir das dann mal aufgedreht, um mal reinzugucken und fand das total fancy. Also geiles Produkt, kann ich euch empfehlen. Bei Pomelo und Co. habe ich ja auch den Code Claudis Welt und damit könnt ihr nochmal eine Ecke sparen. Das ist so, dass ihr die Produkte, ich glaube, ab jeweils 9,99 € bekommt, wenn ihr den Code anwendet. Die haben mittlerweile echt ein faires Prinzip da auch, was die Preise angeht, ne? Sodass ihr nicht so diese mega hohen Rabatte habt, sondern dass ihr einfach einen normalen Rabatt halt mitbekommt, wenn ihr den von einem Influencer oder von einer YouTuberin, von mir zum Beispiel, verwenden würdet. Aber ich verdiene ja zum Beispiel nichts an dem Code, ne? Das ist ja tatsächlich einfach für euch der Code. Und ja. Also ich kann diese Cosmic Shine Reihe mega empfehlen. Ich mag die sehr, sehr gerne leiden und habe mir letztens davon auch noch das ein oder andere Produkt nachbestellt und kann euch die wirklich ans Herz legen. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass da Baobaböl, Vitamin E und Nachtkerze drin ist. Baobab ist so ein bisschen für die Feuchtigkeitsgeschichte. Vitamin E, Schönheitsvitamin, macht die Haare schön. Und Nachtkerze, das fand ich witzig, wollte ich als kleiner Randfact nochmal mitgeben, ist eigentlich ein, oder wird als Wirkstoff verwendet, wenn man halt so traurig ist und irgendwie so diese Gemütszustände hat, die nicht so positiv sind, um halt das Gemüt halt anzuheben. Finde ich ziemlich witzig, denn auch in Pflegeprodukten wird Nachtkerze verwendet und das sorgt halt auch so ein bisschen dafür, damit die Feuchtigkeit gehalten wird, dass alles ein bisschen schöner irgendwie einfach ist, ne? Und pflegender und so. Das fand ich einfach ulkig. Ja, genau. Ein kleiner Exkurs zu Google von meiner Seite war das eben tatsächlich. Ja, wie gesagt, cooles Produkt, mag ich sehr, sehr gerne. Und da kann ich euch auch wärmstens die Produkte empfehlen. Ist natürlich tierversuchsfrei und so, ohne Rampampam und wirklich sehr, sehr gute Inhaltsstoffe. Und ich kann von mir einfach behaupten, meine Haare macht es schöner. Viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie es auch verwendet haben, schon bevor ich den Code euch mal genannt habe oder so, ne? Und die auch tatsächlich positive Erfahrungen gemacht haben. Genau, deswegen schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch die Produkte von Pomelo und Co. verlinkt und bedanke mich auch wirklich herzlich bei dem ganzen Team und der lieben Cecilia zum Beispiel, dass wir eine so coole Kooperation haben und das Ganze macht echt wirklich Spaß, weil es offensichtlich bei mir sehr gut wirkt. So, ja, dann gehen wir zu dem nächsten, was sehr, sehr gut bei mir wirkt und was auch ein Kooperationspartner ist. Ich habe das hier ja übrigens in Kategorien eingeteilt. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, die sind so Timestamps. Wir haben jetzt gerade die Kategorie Haare abgeschlossen und gehen zur Kategorie Gesichtspflege über, ne? Und ja, da starte ich jetzt mal mit den Produkten von Beauty Mates. Das sind einfach so Herzensprodukte von mir, denn ich arbeite schon seit Jahren wirklich mit Beauty Mates zusammen. Die haben einfach ein tolles Konzept, wo die halt auch schöne Produkte mit drin haben und immer wieder auch neue Produkte ins Sortiment aufnehmen, die wirklich klasse sind. Da durfte ich auch schon ein bisschen was mal vorab testen und jetzt mittlerweile ist es im Sortiment. Ich, na, jetzt heute noch nicht, da kommt bald was.
ne, achtet auf Instagram, auf meine Story, da werde ich es euch auch posten. Und ja, da habe ich dieses Set leer gemacht. Das ist eigentlich so dieses Anti-Aging-Set, was die haben. Bei Beauty Mates könnt ihr auch sparen. Da habe ich Claudi30 als Code, da könnt ihr 30% sparen. Das ist allerdings ein Affiliate-Rabattcode. Das heißt, daran verdiene ich eine Provision, möchte ich halt offen sagen. Ne? Genau, die beiden Schätzeleins habe ich leer gemacht. Und ich liebe es ja einfach, euch das immer wieder zeigen zu können, weil über die Creme habe ich mittlerweile mein einstudiertes Gedöns, ihr kennt das, ne? Die Hyaluron Cream Lift von Beauty Mates ist ein Produkt, was eher für die trockene Haut zuständig ist und die trockene Haut auch sehr, sehr schön pflegt. Kann man entweder so als Winterpflege verwenden oder als Nachtcreme. Da haben wir drin Ciza, Ceramide, Moringaöl, Mangobutter, also sehr, sehr pflegende, reichhaltige Inhaltsstoffe, die die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgen. Und wirklich von der Konsistenz her ist das Ganze sehr cremig, aber auch sehr, sehr fest, also fast schon wie so eine Bodybutter. Ich finde, das schmilzt aber schön auf der Haut und verbindet sich toll mit den Boostern, die man da auch entsprechend mit kombinieren kann. Und ich mag die Hyaluron Cream Lift richtig, richtig gerne. Freue mich aber jedes Mal, wenn ich dann quasi Richtung jetzt Frühling zu der Hyaluron Cream Boost umsteigen kann, die mit dem blauen Deckel, die ist ein bisschen leichter, weil es für mich halt einfach die neue, warme Jahreszeit wieder einleuchtet, ne? Einläutet, nicht leuchtet. Genau, das Schätzelein habe ich sehr gut verwendet. Also ich liebe es immer, wie der Deckel nachher aussieht, ne? Ich liebe es, wie sie duftet, obwohl sie halt keine Parfümstoffe drin hat. Also die Inhaltsstoffe, die da drin enthalten sind, die riechen halt auch einfach super angenehm. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Du hast keine Rampampama Beauty Bates mit dabei, sondern wirklich nur Wirkstoffkosmetik. Und weil es Wirkstoffkosmetik ist, haben die sich halt zum Konzept gemacht, dass du als Basis halt dir die Cremes kaufen kannst. Da gibt es ja, wie gesagt, die zwei verschiedenen. Und dann kannst du dir in diese Cremes deine Booster individuell reinmischen. Dafür kannst du dir entweder dein eigenes Set zusammenstellen im Set-Konfigurator oder du machst diese KI-Hautanalyse, dass du quasi dein Gesicht fotografierst, ne, und dann sagt dir die künstliche Intelligenz, was deine Haut so brauchen könnte. Und, oder du guckst einfach, was deine Haut so braucht. Und wie gesagt, stellst dir das halt individuell zusammen. Alles in der Infobox verlinkt, wie immer, ne? Ich habe jetzt hier leer gemacht als Booster den Falten Control Booster. Das ist dieses Schätzelein und ich mag die Booster, also die Booster, das Booster-Konzept und die Booster-Idee halt richtig gerne, weil das sind halt Produkte, die sind dreimal so hoch konzentriert wie generelle Serien. Das heißt, es ist ein Booster und kein Serum. Du hast hier eine Pipette, dann nimmst du hier 1 bis 3 Tropfen nur raus. Also du brauchst da echt nicht viel von und du kannst dir wirklich deine Booster untereinander so kombinieren, wie deine Haut es einfach gerade in genau dem Moment braucht. Jetzt gerade rastet meine Haut zum Beispiel super krass aus. Sie braucht definitiv den Anti-Pickel-Booster und was sie auch braucht ist, weil ich irgendwie, keine Ahnung, relativ viele Falten bekomme, Anti-Falten-Gedönsen. Da haben wir hier mit dem Falten-Control-Booster auf jeden Fall ein wundervolles Schätzelein, was man entweder in die, ne, Cremes von Beauty Mates reinmischen kann oder eben in die generelle Tagescreme. Falls man zum Beispiel super krass irgendeine andere Creme liebt, kann man super reinmischen, ist überhaupt kein Problem. Auch wenn die Produkte natürlich auch so für sich sehr, sehr gut sind und auch hautverträglich sind und so weiter. Aber wenn du die 150 Euro Lieblingscreme zu Hause hast, die du einfach unbedingt weiterverwenden möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Da kannst du dir auch die Booster von Beauty Mates reinmischen. Oder wenn es halt eine super günstige Drogeriecreme ist, die kannst du aufpeppen mit den Booster von Beauty Mates. Denn hier bei dem Falten Control Booster hast du zum Beispiel Spilanthol drin und ein Peptidkomplex. Dieses Spilanthol ist wie so, ja, ich würde sagen, natürliches Botox quasi, ne? Also das ist so aufpolstern, oder hier nicht aufpolstern, das entspannt quasi, genau. Mimikfältchen werden entspannt und das Aufpolsternde entsteht nämlich durch den Peptidkomplex und dadurch werden halt die Falten echt sichtbar minimiert. Eine coole Geschichte, ne? Würde ich jetzt nicht unbedingt einer Teenagerin empfehlen, aber halt definitiv einer Frau. Und ich persönlich bin eine Frau. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe es mir auch direkt nachbestellt. Ich finde den Falten Control Booster sehr, sehr, sehr angenehm. Und das ist halt eine hautverträgliche Geschichte. Wie gesagt, ich habe eine trockene, sensible Haut. Ich komme mit den Produkten von Beauty Mates einfach schon seit Jahr und Tag ziemlich lange gut aus und kann sie euch und möchte sie euch einfach wärmstens empfehlen. Hier ist das Anti-Aging-Set einfach komplett, ne, das ist einfach ein Zweier-Set. Ihr könnt da aber, wie gesagt, bis zu 3 verschiedene Booster mit der Creme zusammen kombiniert aufs Gesicht geben. Ich mische das einfach in die Creme rein, in der Handinnenfläche und gebe das auf mein Gesicht. Man kann sich natürlich aber auch die Produkte wirklich direkt auf die Haut aufgeben, so als eine Art Kur. Bei dem Falten Control Booster kannst du den zum Beispiel direkt auf die Fältchen auftragen. Auch den Augenlifting Booster trage ich mir gerne direkt unter den Augen auf. Oder auch diesen Anti-Pickel Booster, den gebe ich mir auch gerne punktuell auf die einzelnen
Unreinheiten auf. Genau, wie man möchte. Ne? Da ist man ja selber frei. Und ja, genau, Claudi 30. Ne? Gönnt euch hart. Und ich mag die sehr, sehr gerne. Und irgendwie habe ich ziemlich viele so lila und rosa Produkte diesmal aufgebraucht, was ich echt witzig finde. Und das ist übrigens eine Glaspipette. Ne? Also hier ist auch eine Glasverpackung. Deswegen kommt das in den Glasmüll. Aber die Creme ist Plastik. Sodele, dann habe ich eine andere Creme nochmal leer gemacht von M. Asam. Das ist die Retinol-Creme gewesen, die hatte eine Freundin von mir gegeben. Die kam da nicht so ganz mit klar, liebe Maddi, liebe Grüße an dieser Stelle. Und das ist die Retinol Intense 24-Stunden-Creme. Ich würde euch nicht empfehlen, die auch morgens aufzutragen. Also Retinol, erstmal ein Produkt oder erstmal ein Inhaltsstoff, schwierig. Also ich habe sowohl gehört, dass Retinol und Niacinamide nicht miteinander kombiniert werden sollten. Andererseits habe ich gehört, dass sie sich super ergänzen würden. Also ich komme da nicht so ganz hinterher, muss ich gestehen. Ich weiß es nicht. Ich habe da, weiß ich nicht. Wisst ihr das? Habt ihr da konkrete Links, konkretes Wissen, was ihr da gehört habt? Dann setzt mir gerne die Links oder Hinweise oder so gerne in die Infobox. Ach Quatsch, in die Infobox, in die Kommentare rein. Ne? Dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Aber irgendwie, also ich bin ein bisschen verwirrt, ne? Also weiß ich nicht, denn ich habe auch recherchiert und habe beides gelesen. Und das fand ich sehr verwirrend. Naja, Retinol ist halt ein super krasser Anti-Aging-Wirkstoff und ist hier drin auch recht hoch konzentriert, glaube ich. Denn ich habe das schon gemerkt und habe das auch nur abends verwendet. Denn wenn man Retinol morgens verwendet, muss man sich auf jeden Fall, ich meine, muss man sowieso jetzt mittlerweile einen dicken, fetten Lichtschutzfaktor noch auf das Gesicht geben, ne? Aber ja, da hätte ich jetzt wirklich ein bisschen Bedenken. Ne? Retinol sollte man übrigens nicht verwenden, wenn man schwanger ist oder in der Stillzeit. Das ist auch mal ein ganz wichtiger Hinweis, finde ich. Also das versuche ich sowieso bei den Produkten, die ich euch zeige, auch noch dazu zu sagen. Da kommen wir auch nachher noch zu einem Produkt, wo man aufpassen muss. Ne? Auf jeden Fall mochte ich die wirklich gerne leiden. Also sie hat mir geholfen, sie hat mein Gesicht echt schön gemacht. Sie hat die Poren verfeinert irgendwie. Meine Haut sah sehr, sehr klar und sehr, sehr schön aus. Ich würde sie aber halt wirklich nicht in diesem riesengroßen Tiegel gerne haben, weil die ist ja nur eine gewisse Zeit haltbar und dieser riesengroße Tiegel würde, genau, 12 Monate. Und dieser Riesentiegel würde einen ja dazu verleiten, die morgens und abends zu verwenden. Und ich glaube, dass meine sensible Haut das nicht mitmachen würde. Schreib mir mal gerne, ob du die schon mal verwendet hast. Und was du so für ein Hauttyp bist und wie die dir gefallen hat. Ich glaube, das könnte helfen, wenn wir hier sowieso ein bisschen Schwarmwissen einfach sprühen. Denn ich habe ja nur eine Meinung, eine Haut, ihr wisst Bescheid, ne? Genau, so. Dann habe ich hier noch ein weiteres Kooperationsprodukt und zwar kommt das von Yepoda, The Make My Day Cream. Das ist eine wunderschöne Creme. Die hat hier auch die Ziza, Ceramide, Jojoba und was noch? Shea-Butter war da auch mit bei, glaube ich. Ne? Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, Leute. Und Kamelienöl, genau. Das hier war auch noch die Geschichte mit dem Kamelienöl. Hier habe ich auch einen Code, Claudi30. Das ist ein Code, der ist einfach nur für euch. Da könnt ihr bei Yepoda 30% sparen. Das hier ist noch die alte Verpackung. Und Yepoda ist auch sehr hautverträglich. Das ist K-Beauty, die durch die deutsche Marke Yepoda nach Deutschland geholt wird. Und das einfach ruckizuck auch vom Versand her funktioniert und so. Du hast da die komplette K-Beauty-Linie mit The Calm Balm und so weiter. The Bubble Double. Aktuell in Anwendung habe ich The Mist Have. So ein geiles, hautberuhigendes Spray. Oh, ich lieb's. Also das kannst du sowohl als Toner verwenden, als auch später zur Make-up-Fixierung zum Beispiel. Ne? Oder Make-up-Settung. Settung zum Make-up-Setting. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall auch ein richtig geiles Spray. Lege ich euch voll ans Herz. Aber im Großen und Ganzen lege ich euch auch das Komplettset hier von Yepoda ans Herz. Man muss einfach gucken, was einem so am meisten liegt, wo man am liebsten so die Produkte von verwendet und so. Ne? Also ich habe jetzt hier einfach mal die The Make My Day Cream ausprobiert und mochte sie gerne leiden. Und genauso wie bei den Produkten von Beauty Mates halt auch, kannst du darauf 1A Make-up auch drauf machen. Also das ist halt auch immer so ein Kriterium für mich, dass ich eben als Beauty-YouTuberin, die hier sitzt und sich halt auch echt gefühlt täglich schminkt, euch auch Produkte empfehlen möchte, wo man danach auch wirklich sich schminken kann. Ne? Also wenn ich jetzt eine Creme habe, habe ich aktuell in Anwendung, die habe ich dann von Tages- zu Nachtcreme umfunktioniert tatsächlich, das seht ihr dann im nächsten Aufgebraucht-Video, die sich abrollt, nachdem ich sie aufgetragen habe, dann möchte ich sie nicht empfehlen. Ne? Das ist halt so eine Sache, das ist immer ein bisschen schwierig, aber dafür mache ich ja auch diese Aufgebraucht-Videos, um euch die Reviews zu geben. Ne? Genau.
Die The Make My Day Cream ist von der Pflegegeschichte her niedriger als die Beauty Mates Hyaluron Cream Lift, aber höher als die Hyaluron Cream Boost, also so ein Zwischending, genau dazwischen. Das heißt, da muss man einfach selber entscheiden, welche Haut hat man, welche Bedürfnisse hat die Haut, was möchtet ihr für Inhaltsstoffe auf die Haut geben, möchtet ihr vielleicht eher beruhigen, möchtet ihr eine Basispflege haben, ne? Da müsst ihr für euch wirklich selber entscheiden. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass diese Creme bei mir halt wirklich gut als Tagescreme funktioniert hat. Ich musste mir natürlich darüber noch einen Lichtschutzfaktor aufgeben. Habe ich gemacht, hat super funktioniert, hat nicht gekrümelt, fand ich geil. Und auch da rein konnte ich mir tatsächlich die Booster von Beauty Mates mit reinmachen. Und es hat mir gut gefallen. Ja, also eine solide Creme. Das Einzige, was hier halt irgendwann kaputt gegangen ist, war der Pumpspender. Ne? Also das ist halt auch immer so eine Präferenzgeschichte. Möchtet ihr lieber einen Pumpspender haben? Möchtet ihr lieber einen Tiegel haben? Deswegen, also da müsst ihr euch selber einfach entscheiden, welche Produkte euch da am meisten catchen tatsächlich. So, dann habe ich hier Toner leer gemacht. Ich mag Toner richtig gerne, die verwende ich ja, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, um meiner Haut einfach mal so ein bisschen so die Zeit zu geben, sich auf die nachfolgende Pflege vorzubereiten, ne? Denn ihr seht ja auch, dass ich da schon ordentlich Wirkstoffkosmetik auf meiner Haut aufbringe und da auch wirklich Wirkstoffe vorhanden sind, die dann sich mit der Haut verbinden sollen. Und da muss die Haut natürlich erstmal gechillt werden, denn sie ist sensibel. Mein Sensibelchen möchte Liebe haben, ne? Genau, da habe ich einmal hier ein Produkt verwendet, was mein Sensibelchen gar nicht glücklich gemacht hat, aber ich glaube relativ teuer ist. Dabei Organics Wild Raspberry Leaf Water. Das fand ich ganz furchtbar. Ein Balancing-Toner, der hat so sehr gestunken, dass mir schlecht davon geworden ist. Also, den habe ich nicht gerne verwendet. Nö, den habe ich nachher auf den Körper gesprüht. Ganz simpel. Weil dieser Duft mir einfach im Gesicht nicht gefallen hat. Mochte ich nicht, kann ich nicht empfehlen. Nö, einfach nö. Da habe ich zugesehen, dass ich den einfach aufbrauche. Nee. Etwas, was ich aber gut fand, und da war ich auch sehr begeistert von den Inhaltsstoffen her, ist das hier. Das ist Soul Rose Damascenas Best, ausgleichender Gesichtstoner. Den habe ich mir halt mit einem wiederverwendbaren Wattepad aufs Gesicht gegeben und das mochte meine Haut sehr gerne. Hat super wenig Inhaltsstoffe, nämlich nur 2, glaube ich. Rosa Damascena Flower Water, ne? Also Damascena Blütenwasser und Rosa Damascena Flower Oil, also das Öl von der Damascena Rose. Und das war's. Du hast da keinen Alkohol mit drin, du hast da keine Parfümstoffe drin, du hast da keinen Rampampam drin, obwohl das Ding super intensiv riecht. Also das muss ich auch wirklich sagen, wer keine Rose mag, wird schreiend davor weglaufen. Ich habe es mit offenen Armen empfangen, weil ich es einfach super gerne mag. Hier steht auch 100% naturreines Rosenwasser, höchster Qualitätsstufe mit naturbelassenem Duft. Also wirklich krass, ne? Das stimmt halt einfach. Ohne künstliche Zusätze, Paraben und Alkohol. Safe, weil hier nur 2 Inhaltsstoffe drin sind, die einfach nur dieses Rosenwasser sind. Das heißt, du hast die Blätter da hier reingepackt, dann wurde es wahrscheinlich aufgekocht oder so und dann ist dadurch irgendwas Rosiges entstanden, Wasser, und dann halt irgendwas Öliges, wie auch immer das da reingekommen ist. Ich habe keine Ahnung von der Produktion davon, feiere ich aber. Meine Haut hat es sehr gerne gemocht, es hat schön beruhigt. Manchmal morgens war es ein bisschen intensiv vom Duft her, muss ich sagen, weil das natürlich ja auch mit das erste war, was mein Näschen gerochen hat. Aber mochte ich gerne leiden. Aber ich glaube, das ist sauteuer. Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Adventskalender drin, aber ich mochte das so gerne. Ja, ich habe diesen Monat ein großes Problem gehabt. Und zwar habt ihr das wahrscheinlich auch verfolgen können in meinen Schminkvideos, wo ihr ja super nah an mein Gesicht auch immer rangezoomt werdet. Meine Augen sind eskaliert. Also ich habe hier super trockene Stellen auf den Augenlidern gehabt. Und also furchtbar. Mir ging es auch gar nicht gut. Und also meine Haut generell ist ein bisschen eskaliert, weil hier die Trockenheit so intensiv ist. Also Wahnsinn, wir haben ja eine super niedrige Luftfeuchtigkeit und ja, das hat meine Haut gemerkt. Ich habe natürlich hier Wasser getrunken bis zum geht nicht mehr. Ich habe jetzt hier auch einen super leckeren, geht so, Yogi-Tee mit Kurkuma und Orange. Man tut, was man kann, ne? Das schmeckt halt echt hart wie goldene Milch. Auf jeden Fall hatte ich dann super Probleme mit meinen Augen. Habe dann Augencremes ausprobiert. Das Ganze fing an mit hier Catrice Night Recovery Eye Balm. Das ist ja auch ein neues Produkt, was rausgekommen ist im Sortiment. Habe ich erst auf den Augen verwendet, habe gemerkt, es ist nicht wirklich was bei mir macht und dann habe ich es auf den Körper gegeben. Krümmelt, pflegt nicht gut, nope, habe ich mir hier drauf geschrieben. Ne? Und bei Augencremes denke ich mir, die gebe ich jetzt nicht weiter oder so. Das sind dann halt nur ein paar Milliliter, die hier drin sind. Die gebe ich mir dann einfach auf den Körper. Wird es halt zweckentfremdet. Übrigens auch da schon wieder so ein lila Produkt. Ne? Dann habe ich hier von Hello Body die Coco Smooth Daily Eye Cream verwendet. Ciao.
Die fand ich einfach nicht pflegend. Also die hat bei mir nicht die Pflege gegeben, die sie machen sollte. Und die fand ich echt nicht gut. Deswegen habe ich die dann auch irgendwann auf den Körper aufgetragen. Die habe ich aber schon ein bisschen länger im Gesicht gehabt, ne? So, und eine, die ich aber wirklich auf den Augen verwendet habe und wirklich aufgebraucht habe, ist von Verso die Eye Cream Extra Nourish, die Nummer 5. Die war okay, war aber nicht so intensiv wie die, die ich jetzt als quasi mein Lebensretter herausgefunden habe. Aber okay. Ja, ist okay, aber nicht ganz so reichhaltig, habe ich hier auch drauf geschrieben. Wie gesagt, ja, die ich dann halt aktuell habe, die habe ich einfach als Goodie mal bei Douglas mit dabei gehabt, weil ich da mal bestellt habe. Und dann kriegst du ja manchmal diese Goodie Bags, ne? Dass dann da irgendwie so 5 Goodies drin sind. Und da war von Kiehl's diese Avocado-Augencreme drin. Und die hatte letztens auch Frühlingsrolina genannt und hatte dann auch gesagt, wie super reichhaltig die ist und so. Und ich, alles klar, habe dann erstmal meine Augencreme Box hier durchstöbert, ob ich die hier noch irgendwo rumliegen habe. Ja, und dann habe ich die angewendet und seitdem, wow, meine Augen sind wieder 1A unterwegs. Klar sind sie noch ein bisschen trocken, aber sie schuppen sich nicht mehr und jucken auch nicht mehr so sehr und das gefällt mir einfach. Ja, muss ich wirklich sagen. Aber gut, ja. Hier habe ich jetzt ein paar Augencremes dann einfach mal durchgetestet, die halt nicht ganz so optimal waren. Jo, wenn wir jetzt bei Augenpflege im Gesicht sind, gehen wir mal zu Augenmasken über. Oder generell Gesichtsmasken, ne? Da gehören natürlich auch die Augenmasken dazu. Da habe ich bei den Augenmasken hier wirklich allerhand leer gemacht. Und zwar, ja, die finde ich einfach großartig. Habe ich letztens noch mit Denise gesprochen. 4-mal habe ich diese Dalton-Augenpatches gemacht. Die sind so geil. Und ich habe da bei dem Gespräch mit Denise, also das ist auch meine Ansprechpartnerin dort bei Dalton, ne, angeregt, dass es so geil wäre, wenn die hier endlich in ein Pöttchen rausbringen würden. Ich würde es so hart lieben. Du hast weniger Verpackungsmüll halt einfach, ne? Und es ist halt von der Aufbewahrung dann etwas kleiner. Naja, trotzdem mag ich die sehr gerne. Das sind die Hydrogel-Eyepads und die halten einfach bombenfest. Die rutschen dir nicht weg, die bleiben an Ort und Stelle. Egal, ob du lachst, weinst, dich föhnst, staubsaugst oder sonst irgendwas machst. Und die sind wirklich tiefenwirksam pflegend. Also du merkst richtig, wie geil die Haut aufgeplammt wird. Und das ist nicht nur für 5 Minuten, nachdem du die Maske wieder abgenommen hast, sondern es ist dann wirklich auch langfristig. Und das kann ich wirklich euch ans Herz legen, wenn ihr mal bei Dalton bestellt, euch die auch mal mit in den Warenkorb reinzulegen. Aktuell habe ich jetzt keinen Code, aber immer mal wieder habe ich einen. Das schaut gerne auch auf Insta vorbei. Folgt mir auch hier sehr, sehr gerne, falls ihr es noch nicht tut. Ich meine, wenn du schon fast eine halbe Stunde hier zuguckst, dann solltest du vielleicht auch mal auf den Abonnieren-Button klicken. Fände ich ziemlich fancy. Und ja, deswegen, das sind sehr, sehr geile Augenpads. Wirklich geil. Dann habe ich von Hau Cosmetics welche gehabt in der Purish Mystery Box im Januar müsste das gewesen sein. Die finde ich auch sehr schön. Die sind auch so ein bisschen anders. Ich glaube, die sind ja so fließig, ne? Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Ich habe mir nämlich nichts draufgeschrieben. Ich hält. Mag ich aber auch gerne leiden, weil die auch eine schöne Pflegewirkung haben. Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich die von Hau oder von Dalton nehme, würde ich definitiv die von Dalton nehmen. Trotzdem haben die auch einen sehr, sehr schönen Effekt, ne? Und allgemein die Marke Hau Cosmetics mag ich auch persönlich sehr gerne und kann die euch empfehlen. Schaut auch gerne mal bei Purish vorbei. Dann habe ich hier von Club, die habe ich von Nathalie Nord Beauty bekommen, Augenpads leer gemacht. Da hatte ich noch 1 oder 2 Viecher. Die sind auf jeden Fall mit Vlies gewesen. Genau, eins unser Schäfer hatte ich hier noch mit bei, ne? Und Vlies oben, Saugnapf unten. Toller Effekt. Das habe ich hier drauf geschrieben. Läuft bei mir, ne? Es ist halt wirklich, dass sie sich auch wirklich an dein Gesicht festsaugen. Die verrutschen nicht und das ist wirklich klasse. Und das macht auch, finde ich, nicht nur die Pflegewirkung von den Augenpads, sondern auch, dass sie halten, macht für mich die Qualität von Augenpads aus. Und ich mochte die. Die waren gut. Doch, kann ich empfehlen. Also Nathalie, sehr gute Empfehlung. Die hier fand ich auch klasse von Sunny Cosmetics bei René. Die 24K Gold Pads. Ist nur sau viel Verpackungsmüll und sauteuer. Ne? Mochte ich gerne leiden. Haben nicht gerutscht, haben schön gepflegt. Aber wie gesagt, bisschen teuer für das Geld, ne? Für den Effekt. Dann habe ich hier von COSRX welche gehabt in einem Pöttchen. Das ist ja das, wo ich sagte, 60 Stück. Die sind in 2 verschiedenen Größen gewesen. Das fand ich ein bisschen blöd. Und durch diese sehr merkwürdige Form sind die auch wirklich die ganze Zeit gerutscht. Ich weiß nicht, glaube ich jedenfalls. Weil du hattest hier unterschiedliche Größen. Einmal war das quasi hier so ein kleiner, wirklich so klein, ne? So ein kleiner Prümpel. Und dann halt hier der Rest.
was ja riesig ist. Also entweder hast du so Riesen-Mopeds gehabt, wo du echt eine halbe Wange auch mit drauf hattest, oder halt so kleine Mini-Viecher. Und beide sind gerutscht wie sonst was. Schön war natürlich, dass du ordentlich Serum dabei hattest und die haben schon gepflegt, ne? War schon okay, aber hätte besser sein können, muss ich wirklich sagen. Cool fand ich übrigens auch, dass du hier dieses Mal so eine Art Pinzette mit dabei hattest. Sieht man jetzt hier oben auch drin im Deckel, ne? Sonst hat man ja auch so einen Spatel mal dabei. Das mochte ich eigentlich ganz gerne leiden und ja, ne? Würde ich aber persönlich nicht nachkaufen. Etwas, wo ich persönlich auch sagen muss, verstehe ich den Sinn nicht so ganz hinter, sind halt diese Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating Viecher. Die sind meiner Meinung nach halt super überflüssig, aber, Moment, jetzt kommt's. Ich hatte ja mal eine Phase, wo alles super futztrocken bei mir war. Habe ich die verwendet, waren richtig geil. Ja, genau. Das fand ich einfach hammermäßig. Habe ich auch aufgeschrieben. Bei sehr trockenen Lippen eine kleine Hilfe, ne? Und das hat mir einfach da wirklich geholfen. Das ist so eine ganz, ganz dünne Geschichte und das fand ich tatsächlich gut. Ne? Aber ansonsten, also nur wenn es wirklich super, super kurz vor ich explodiere, weil ich so super trocken bin, dann macht das Sinn. Aber ansonsten, wenn du halt alles easy peasy Sonnenschein und ganz normal hast, würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Da tut es auch eine gute Lippenpflege. Dann habe ich hier die Shake It Mega Monster Shake Deep Cleanse Formula Maske gemacht. Die fand ich gut. Sieht super witzig aus, super Passform. Nass, aber nicht tropfen, Feuchtigkeit spendend und kühlend. Das ist ja das, was ich bei Tuchmasken auch ganz gerne mag, ne? Ich glaube, die kommt von Action oder so. Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig und ich mag das einfach, wenn man so ein bisschen auch ein Muster im Gesicht hat, dann lächelt man halt auch einfach ein bisschen mehr. Von Esfolio habe ich hier auch eine Pearl Essence Mask Sheet. Die fand ich toll, die ist dünn und glitschig. Nass, echt gut, Feuchtigkeit spenden. Also Feuchtigkeit spenden ist etwas, was ich einfach immer hart brauche. Ne? Auch so eine koreanische Geschichte. Mochte ich gerne, kann ich euch empfehlen. Die hier war aus einer Muttertagsedition der Glossy Box, die noch online kommt, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das Video schon online gestellt habe. Sarah Chapman London Skinesis 3D Moisture Infusion. Die fand ich sehr geil. Die war halt optisch auch so ein bisschen wie die von Dalton. Ne? Die kommt auch gleich, die Hydrogelmaske. Aber sie hat halt andere Inhaltsstoffe. Das habe ich nämlich tatsächlich auch mal verglichen. Die mochte ich wirklich gerne leiden. Fand ich gut, mochte ich gerne. Dieses Hydrogel ist auch echt was ich gerne auf dem Gesicht trage. Dann habe ich zweimal eine Maske gemacht. Na, das ist zweimal, upsala, die gleiche. Das ist die Banana Milk Maske, die hier, ne? Die kommt von Able Company oder sowas, weiß ich nicht. Ist eine nährende Geschichte. Wirklich wie ein angenehmer, leckerer Bananenmilchshake. Also es roch wirklich angenehm. Ich mag gerne Bananen. Die Stirn war ein bisschen zu lang, sonst 1A Sitz. Tolles Hautgefühl und genährt. Und die habe ich von der lieben Sandra geschenkt bekommen. Sehr, sehr geil. Dann habe ich zweimal gemacht von Dalton. Diese hier, das ist die Anti-Pickel-Maske von Dalton, die tatsächlich auch relativ günstig ist. Also die kann man sich auch einfach mal mit in den Warenkorb packen. Die Face Care Clear Skin Blemish Sheep Mask. Und die hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe hier hormonell bedingt eine kleine Eskalation am Start. Angenehm, kühlend, mattierend und klärend. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und mit meiner aktuellen Haut mausert sie sich langsam an der blauen Maske vorbei, tatsächlich. Dass ich sie tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr mag. Vor allem jetzt, ne? Wird vielleicht im Sommer wieder anders sein, aber ich habe hier zwei Stück von der gemacht. Und von der Face Care Hydro Lift Maske eine. Ist eigentlich meine absolute Lieblingsmaske von Dalton, weil das halt auch echt eine schöne Hydrogelmaske ist, die der Haut intensiv Feuchtigkeit gibt, auch nachhaltig. Das ist auch eine Maske, die kannst du zusammenfalten und wieder hier reinpacken. Am nächsten Tag nochmal verwenden. Ist so ein Tipp von Mello Flori, den ich euch gerne weitergebe. Und dann hast du da einfach noch ein bisschen länger was von. Und ja, schöne Geschichte. Im Sommer auf jeden Fall in den Kühlschrank damit. Und dann hast du so eine schöne, erfrischende Maske. Richtig, richtig, richtig geil. Richtig geil. Ich mag's. Dann habe ich, Crememasken aufgebraucht und das gar nicht mal so wenig, denn ich mache das jetzt aktuell auch so, dass ich morgens immer eine Crememaske drauf mache und während ich mir die Zähne putze, da habe ich hier einmal von Dr. Botanicals die Turmeric Mask verwendet, die ist nett nährend, aber nicht überragend gut, habe ich drauf geschrieben. Also wirklich, die fand ich jetzt nicht so mega bombastisch. Ich fand sie okay, ne? Also sie hat die Haut genährt, definitiv. Auch schön auf die nachfolgende Pflege vorbereitet, dass danach auch schön noch mehr Feuchtigkeit kommt. Das hat nicht gekrümelt, das hat auch gut zusammen in Kombi funktioniert. Hm.
Aber war jetzt nicht so, dass ich da mega ausgerastet wäre, dass ich mir die unbedingt nachkaufen möchte. Die von Rosenthal, die Avo Clay Mask, die war crazy, mattierend und klärt spürbar. Also das ist wirklich so ein Prickeln auf der Haut gewesen. Das hatte ich vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren im Adventskalender drin gehabt. Und die war echt, also die hat krass gerochen, also wirklich leicht minzig halt auch irgendwie mit dabei, ne? Und diese Klärungsgeschichte, also es war schon, ich fand's krass. Also ich kann es jedem empfehlen, der unreine Haut hat, sich die einfach mal anzugucken. Ich würde mir sie jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Ja, aber ja, Intense Cleansing kommt auf jeden Fall sehr, sehr hin, ne? Da muss man halt aufpassen mit trockener Haut, dass es nicht noch zu sehr austrocknet. Dann habe ich hier von Oskia London eine Maske verwendet, die Renaissance Mask Brightening and Resurfacing. Ja, ich habe jetzt keine neue Haut dadurch bekommen, muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle mal erwähnen. Ne? Auch das war in einem Adventskalender oder in einer Box drin. Die beruhigt und gibt Nährung. Würde man nicht eher sagen, sie nährt? Ich weiß es nicht. Manchmal, ne? Ja, die war halt schwierig herauszukriegen. Ist ganz witzig, denn der Boden geht wirklich nur bis hier oder so. Ne? Der Rest ist halt wirklich Luft. Crazy. Und ja, man muss diese Beduftung von solchen Masken halt wirklich mögen. Das sind ja auch immer etwas hochpreisigere Geschichten, genau wie mit Esper und so. Es riecht immer etwas kräuteriger. Ich mochte die eigentlich ganz gerne, würde sie mir aber nicht nachkaufen. Das hier ist von Hello Body die Coco Wow French Pink Clay Mattifying Face Mask. Die ist mattierend gewesen, ohne die Haut wirklich trocken zu machen. Und das fand ich positiv. Bin ja eigentlich nicht so der Ultra-Fan von Hello Body, aber die Maske finde ich gut. Wirklich, wirklich gut. Ja, kann ich empfehlen. Aber auf jeden Fall nur mit Code euch die zu bestellen. Ne? Die würde ich jetzt nicht ohne Code kaufen. Aber mit Code ist die, glaube ich, auch relativ erschwinglich. Die riecht halt wirklich nach Kokos, ne? Und ich muss halt wirklich mittlerweile sagen, dass dieses Kokosduftmäßige aktuell gar nicht so, so schlimm für mich ist, weil mich das eher an Vanille irgendwie erinnert. Frag mich nicht, so riecht keine Kokosnuss, ganz im Ernst. So riecht eher Vanille. Aber egal, gut, ne? Mochte ich gerne. Kann ich mir vorstellen, dass ich mir die irgendwann mal nochmal nachkaufen würde. Was ich auch ganz gerne abends mal gemacht habe, ist eine Ampulle. Ja, das darf auch nicht fehlen, ne? Also, ich mache jeden Abend eigentlich irgendwas, wenn ich Bock habe. Wenn ich gar keinen Bock habe, dann mache ich einfach nur meine ganz normale Pflegeroutine. Ansonsten integriere ich dann vor dem Serum noch eine Maske oder halt eine Ampulle. Hier habe ich so einen No-Brainer. Das ist die Resveratrol-Geschichte von dem Asam. Das ist eine ganz, ganz tolle Ampulle, die ich einfach gerne verwende, wenn meine Haut mal wieder ausrastet. Dann habe ich hier eine Ampulle verwendet, die war in meiner Beauty.at-Box. Die ist noch gar nicht online, egal. Maurice K. Beauty, die Steam Zellampulle, also quasi Stammzellenampulle. Die ist klebrig, später schöne, samtige Haut, habe ich mir aufgeschrieben. Brauche ich euch nicht in die Kamera halten, es ist eine Ampulle, Leute, ne? Weiß ich aber nicht. Ich glaube, kostet so ein Ding 3 Euro oder 6 Euro. Das war irgendwie ganz merkwürdig, das auf der Homepage herauszufinden. Überhaupt die Firma, muss ich gestehen. Von Dalton habe ich natürlich einiges leer gemacht. Da hatte ich in meinem Adventskranz auch noch super viele Sachen gefunden. Lieblingsampulle von Dalton ist bei mir die Caviar Deluxe Ampulle. Die ist einfach klasse. Geilo. Weiche Haut. Habe ich mir drauf geschrieben. Ich lieb's. Dann habe ich zweimal verwendet die Sleeping Beauty Ampulle. Das ist eine sehr ölige Geschichte, aber sehr angenehm ölig. Ne? Das ist nicht unangenehm. Zwei Phasen leichtes Öl. Übergangsampulle. Kennt ihr Übergangsjacken? Das ist eine Übergangsampulle. Könnt ihr entweder solo, quasi nur Sleeping Beauty Ampullen euch kaufen oder halt auch in einem Set, wo ihr dann auch unterschiedliche Sachen mit dabei habt. Aber eine Übergangsampulle im Sinne von, kannst du super zwischen Winter und Frühling verwenden, ne? Wenn die Haut quasi noch super Öl brauchen wollen würde. Crazy, was ich manchmal so für Gedanken habe. Übergangsampulle vor allem. Okay, dann habe ich hier die Hyaluronic Urea zweimal auch verwendet. Das ist eine beruhigende und pflegende Geschichte und die mag ich einfach. Ja, hier habe ich beruhigt drauf geschrieben, hier habe ich beruhigt und pflegt drauf geschrieben. Ich mag einfach Urea gerne auf meiner Haut. Fun Fact, Leute. Ich habe letztens meine Achseln epiliert. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Und da ist mir in den Kopf gekommen, dass es eine super Idee wäre, meine Creme kurz auf meine Achseln zu geben, weil die ja gerade so au sind, ne? Dann gebe ich mal eine Creme drauf, die sowieso mein Gesicht auch so ein bisschen beruhigt. Nimmst du eine Urea-Creme? Ganz blöde Idee. Ganz blöde Idee. Tu das nicht. Tu es einfach nicht. Das tat so weh. Sowohl, als ich das drauf gemacht habe, denn ich habe es schlau wie ich bin so gemacht. Creme in die Hände und direkt unter meine Achsel. Au.
ich habe so geschrien. Ja, und so viel dazu, ne? Kann ich euch nicht empfehlen. Tut's nicht. Urea nicht auf irgendwelche Wunden oder angegriffenen Hautstellen, das brennt. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Jetzt kommen wir mal zu dekorativer Kosmetik. Hier habe ich zuallererst ein Produkt, was auch in dem Catrice Sortiments Update drin war. Catrice Limited Ultra Precise hat jetzt nämlich einen Augenbrauenstift in der Farbe 015 Ash Blonde herausgebracht. Das ist so eine geile Farbe. Innerhalb von einer Woche war dieser Stift leer. Das war tragisch, wirklich. Ich sammle übrigens auch dieses Jahr wieder meine aufgebrauchte dekorative Kosmetik, um sie am Ende des Jahres nochmal komplett zu zeigen oder Anfang nächsten Jahres. Ich weiß nicht, ob ich den Schaum aufbewahren möchte. Das ist so ein, ja, ne, Eco-Tools, Rampampam, das ist halt super ökologisch, 100% biologisch abbaubar. Aber wenn ich den schon zusammendrücke, dann bleibt er so ein bisschen in der Form. Ja, ich glaube, der schimmelt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher, ob ich den aufbewahren möchte. Komm, ne? So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Hier habe ich das Produkt, wo ich eben schon gesagt habe, ne? Ich sage euch bei allen Produkten dabei, ob sie für Schwangerschaft und Stillzeit geeignet sind, weil ich weiß, dass sich ja auch super viele Frauen in meinem Alter nun mal hier auf diesem Kanal auch bewegen. Grande Lash MD Lash Enhancing Serum, ein so geiles Wimpernserum, Leute, habe ich leer gemacht. Kann ich euch so dermaßen krass empfehlen. Was halt hier nur wichtig ist, da sind Hormone drin, die sollte man nicht verwenden, wie gesagt, wenn man schwanger ist oder wenn man in der Stillzeit ist, weil das halt nicht gut ist. Nee, nicht gut fürs Baby dann, ne? Und deswegen, jo, hat geile Wimpern gemacht, macht Vava Voom Lashes. Aktuell ist auf Grande Lash auch 15% Rabatt mit Claudies Welt 15 gültig, habe ich eben gelesen tatsächlich. Also bei Purish gerne mal vorbeischauen, die haben auch wieder den Restock von diesem Wimpernserum. Das ist jetzt nur so eine kleine Größe gewesen, die habe ich von Sophia mal bekommen. Schaut da gerne mal vorbei. Also Grande Lash ist auch in diesem Gedönsen mit dabei, dass auf die Marke aktuell die Rabattgeschichte gilt, ne? Wie gesagt, gerne mal vorbeischauen. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, daran verdiene ich nur Provision. Ich sage es immer dabei. Ich weiß, es nervt manche, aber ich finde es halt irgendwie transparenter, das dabei zu sagen. Ich meine, ich kann es auch einfach nur in die Infobox schreiben. Kann ich auch machen. Was ist euch da lieber, wenn ich es dabei sage oder wenn ich es nur in die Infobox schreibe? Sagt mir mal gerne in den Kommentaren Bescheid. Hier habe ich ein Parfüm leer gemacht. Replika von Maison Margiela. Wollte ich mal ausprobieren. Wie Waschmittel riecht das? Auch mal was, ne? Ja, Parfüm, was wie Waschmittel riecht. Ist jetzt nichts unbedingt, was, womit ich meinen Tag erleben möchte, aber halt so ein ganz normales Alltagsparfüm kann man machen, wenn man möchte. Das hier fand ich okay, aber es war schnell verschwunden, verflogen. Blue Marine Eau de Parfum, 10 Milliliter waren hier drin, ne? Ist halt super schnell weg gewesen. Sah auch recht günstig aus. Ja, ne? Ein schöner blumiger Duft. Aber der war halt echt schnell weg. Jetzt habe ich zwei Puder leer gemacht. Ja, staunt, Leute, staunt. Einmal von Pat McGrath Labs in der Farbe Light. Ich muss aber hier gestehen tatsächlich, das habe ich aus Trashy rausgenommen. Da war schon teilweise ein bisschen was an Produkt raus. Ja, bin ich ja ehrlich, ne? Aber ich habe es jetzt aufgebraucht. Für unter den Augen fand ich das so geil. Das war so weich und das sieht jetzt so scheppig aus, ne? Ja, so sieht das Pfännchen auf jeden Fall aus. Ich habe es geliebt. Ich kann mir echt hart vorstellen, dass ich mir das nachkaufe, weil das eine super Alternative zu losen Pudern ist. Und das einfach so gut funktioniert hat. Das hat meine, also das hat das alles so schön gesettet. Ich versuche jetzt aktuell mich so durch andere lose Puder so durch, ne? Da kommt aktuell keins ran. Keins. Das ist einfach geil. Oder ist es die Erinnerung, die ich an das Produkt habe? Wisst ihr, wenn man so zurück sich erinnert an Dinge, an Menschen, dann ist es eigentlich eher so rosiger und man hat eine schönere Erinnerung als an etwas, was man nicht vermisst. Ich glaube schon, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ein weiteres Puder leer gemacht. Da habe ich letztes Jahr schon Hit the Pan erreicht und dann dieses Jahr einfach leer gemacht von NYX. HD Finishing Powder. Ja, war halt auch nur so ein kleines Prümpelvieh. Das war mal in einem NYX Adventskalender drin, ist jetzt halt leer. War ein weißes Puder, ein Translucent Powder. Mochte ich gerne leiden. Wirklich. Habe ich, glaube ich, auch meinen Jahresfavoriten gezeigt. Auch ein Produkt aus meinen Jahresfavoriten, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Jahresfavorit. Die Catrice Glam & Doyle Boost Lash Growth Volume Mascara. Das ist eine Mascara, die wahrscheinlich sowas wie Rizinusöl oder so drin hat und das Wimpernwachstum anregt. Ich glaube nicht, dass Cosnova oder Catrice mit Hormonen arbeiten würden. Die habe ich mir auf jeden Fall als erste Schicht so auf die Wimpern gerne aufgetragen und dann andere Mascaren einfach drüber gegeben. Und ja, die ist jetzt einfach schon zu lange in Benutzung gewesen, dass ich sie jetzt einfach als aufgebraucht zähle. Hat ein schönes Gummibürstchen und ich mag sie einfach gerne. Kann ich euch wirklich empfehlen. Günstiges Vieh,
tolles Vieh. Und auch eine schöne Mascara, die ich auch mal irgendwo zwischendrin mit dabei hatte von Laura Geller, Lash Boss, ne? Das ist eine witzige Geschichte, denn die hat... Ich habe heute das Video geschnitten, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Mascara hieß, mit der ich die verglichen habe. Verrückte Geschichte. Egal, auf jeden Fall ist das eine Gummibürstchen-Mascara, die auf der einen Seite kurze Borsten hat, auf der anderen lange Borsten und damit kannst du dir so schöne, lange getrennte Wimpern machen. Heidenei. Hat mir sehr gut gefallen. Doch, ich weiß nicht, wie die Mascara hieß, an die ich mich nicht erinnere. Welches Video habe ich denn heute geschnitten? Man merkt, mein Gedächtnis ist nicht mehr so ganz auf 180, ne? Nabla Regeneration Concealer. Richtig geil, habe ich in der Farbe Porcelain. Habe ich von Purish zugeschickt bekommen, als der neu rausgekommen ist. Und jetzt ist er halt einfach leer. Wird halt mit der Zeit ziemlich spackig, ne? Ich habe den halt jeden Tag verwendet, deswegen sieht er aus, wie er aussieht. Ich habe ihn noch ein bisschen versucht abzuwischen. Sieht einfach übel aus. Und den dreht man halt so hoch und dann kommt oben das Produkt halt raus. Und dann gibt man sich unter die Augen und dann verblendet man das. Und dann hat man Spaß in seinem Leben. Schöner Concealer. Gute Haltbarkeit, schöne Deckkraft, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich fand den gut. Hat mir gut gefallen. Pinselseife habe ich aufgebraucht, weil ich Pinsel reinige. Das ist einmal von Goldeimer, eine normale Seife. Steht hier drauf. Eine normale Seife, wie es sein sollte, sozial, vegan und bio. Die mochte ich gerne, habe ich aktuell in meinem Seifenspender drin. Die ist gut als Handseife, aber auch echt gut als Pinselseife tatsächlich. Die hier fand ich blöd, dass es halt so klein war, aber gut, L'Occitane. Das ist einfach diese Verben-Seife, ne? Das war halt wie so ein Blatt geformt. Die ist halt recht schnell aufgebraucht gewesen, aber jo. Jetzt habe ich noch drei Setting-Sprays, die ich aufgebraucht habe. Das ist einmal hier so ein Klebevieh, das hat viel zu krass geklebt. Also ich versuche jetzt wirklich aktuell, die Sachen, die schon fast leer sind, aufzubrauchen. Ne? Hashtag Instafix and Go, 2-in-1 Primer in Setting-Spray. Ich würde es nicht als Setting-Spray verwenden. Wahrscheinlich eher als Primer für jemanden, der nicht so unbedingt trockene, pflegebedürftige Haut hat. Denn das klebt. Das mag ich nicht so gerne. Und wenn man sich das so aufsprüht, dann klebt einfach alles. Ne? Meine Haare haben geklebt. Dann habe ich hier von Catrice das Bronze Way to Fiji. Das ist okay für Schwämme, denn dafür habe ich es verwendet. Sonst zu starker Stoß. Also das ist halt bei Catrice so eine Sache. Die haben total super Setting Sprays, total schöne Fixing Sprays. Schöne Formulierungen drin, die das Make-up wirklich gut und haltbar, ne, machen. Aber dieser Sprühstoß ist echt immer eine schwierige Kiste. Ist ja bei dem aktuellen auch der Fall. Da gibt es Möglichkeiten, das umzufüllen zum Beispiel. Aber ja, Shithams. Dann habe ich hier das hier von Neogen All Day Locking Fixer, war im Yesterday Adventskalender. Dover Sprüher, auch das würde ich dann eher umfüllen. Guter Inhalt für Schwämme. Habe ich das auch verwendet hier. Ne? Läuft. So viel zu dekorativer Kosmetik. Was uns jetzt natürlich noch bleibt, ist der Körper. Auch der Körper braucht Liebe, wobei ich irgendwie gefühlt gar nicht so viel geduscht habe diesen Monat. Da fange ich doch mal an mit dem Duschgel tatsächlich. Das fand ich ganz süß. Mit einem Igel drauf. Ne? Da musste ich jedes Mal an Irmgard denken. Das ist ja unser Igel, den wir letztes Jahr im Herbst aufgenommen haben. Groß gefüttert haben, weil die ein kleines Igelbaby war. Und dann ist die jetzt bei uns im Garten aktuell zur Überwinterung. Und wenn dann der Winter vorbei ist und der Frühling so richtig rauskommt, müssen wir die wieder auf ungefähr 800 Gramm hochfüttern, dass sie ein ordentliches Gewicht hat, wenn sie dann raus darf. Ja, bin sehr gespannt. Auf jeden Fall ist es sehr austrocknend gewesen. Habe ich von meinem Papa und seiner Frau gekriegt, mal irgendwann zum Geburtstag letztes Jahr, glaube ich. Aber süß war es auf jeden Fall und hübsch, ja. Aber Isana Duschgele sind jetzt nicht super pflegend. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, ne? Dann habe ich ja eben schon erzählt, dass ich mich epiliere unter den Achseln. Ich epiliere mich mittlerweile ab Nasenspitze abwärts komplett. Also ich rasiere mich gar nicht mehr, sondern epiliere. Und habe vorher versucht, mich zu waxen. Und das hat nicht so funktioniert. Also diese Dinger waren einfach furchtbar. Die haben nicht wirklich was gemacht. Ich habe sie auf den Beinen ausprobiert. Da kannst du es vollkommen vergessen. Dann habe ich die im Intimbereich ausprobiert. Da ging das okay, aber die haben halt auch nicht wirklich das alles rausgerissen, was ich hätte raushaben wollen. Komische Formulierung, Leute, aber wir möchten das Ganze hier ja auch YouTube-freundlich gestalten. Und ja, da ich habe welche von Veet, die sind intensiver. Ne? Also das hier ist für absolute Sensibelchen geeignet, für die, die halt wirklich vollkommen Angst vor Schmerzen haben. Da tut schon ein bisschen weh, aber jetzt nicht so wie die von Veet zum Beispiel oder wie Epilieren. Naja, hier steht drauf, dass man seine Haut vorher mit herkömmlichem Puder schützen sollte. Da habe ich aufgeschrieben, tolle Idee, aber Streifen werden natürlich schneller unbrauchbar. Ich habe es hart ausprobiert, ne? Und ich habe das ganze Ding aufgebraucht.
und war immer noch nicht enthaart. Also ich bin kein mega behaarter Bär, aber trotzdem. Ich persönlich mag einfach jetzt lieber zu epilieren. Das ist für mich eine bessere Geschichte. Man muss sich erstmal an den Schmerz gewöhnen, aber wenn man dran gewöhnt ist, läuft's. Dann habe ich hier was, was irgendwie komisch ausgelaufen ist. Keine Ahnung. Amorelie Refreshing and Sensitive Vegan Intimate Cleansing Gel. Fand ich top. Ist ein schönes Reinigungsgel für den Intimbereich. Ja, da muss man halt drauf achten, dass es halt Produkte sind, die nicht unbedingt krasse Parfümstoffe drin haben und die halt etwas angenehmer sind. Ne? Gerade im Intimbereich ist immer ein bisschen anders zu behandeln als der Körper. Das heißt, da kommt bei mir auch kein Duschgel mehr dran. Dann habe ich hier noch das letzte Körper-Sauber-Produkt und zwar The Ritual of Karma. Das ist das Mild Body Scrub Paste Gedönsen. Das ist irgendwie schön, aber zu soft. Also ich brauche doch tatsächlich etwas härteres Peeling für den Körper. Deswegen ist das hier leider nichts, was ich nachkaufen würde. Man freut sich drüber. Ich mag den Duft, aber es ist nichts, wo ich mich halt so sauber und gepeelt mitfühle. Ne? Ist auch so komisch zu sagen. Jetzt gehen wir mal zu Körpercremig. Da fange ich an, eigentlich tatsächlich immer, wenn ich meinen Körper eincreme, bei meinen Füßen. Da habe ich von Evoluderm diese Nourishing Food Cream mit Shea Butter. Die finde ich tippitoppi und total nährend. Also die war richtig geil. Ich weiß gar nicht, warum ich am Anfang des Videos immer die Produkte nicht in die Kamera halte und zum Ende hin die immer mehr in die Kamera. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mal, ich glaube, in der Blissim-Box mit dabei und das fand ich extrem gut. Hier haben wir auch wieder ein Retinol-Produkt. Das ist mit 1% Retinol, Vitamin C und Vitamin E. Und das ist ein Body Oil. Das habe ich für meine Oberschenkel verwendet, sowohl für die Innenseiten als auch für die Außenseiten, also Schwangerschaftsstreifen und Zellulitis. Ne? Und jo, hat gut funktioniert, mochte ich gerne leiden. War eine schöne Geschichte, die auch nicht zu flitschig ölig war, sondern halt so, dass man darüber theoretisch noch eine Bodylotion aufgeben könnte, ne? Und trotzdem diese Nährung hatte. Dann habe ich hier eine Bodybutter leer gemacht, die so teuer sein soll. Nordic Cosmetics Body Butter mit CBD und Avocadoöl. Da sind nur 90 ml drin. Das Pöttchen kostet 40 Tacken oder sowas. Keine Ahnung. Sackenteuer. War okay, ne? Also ich mochte das ganz gerne für den Winter, weil das wirklich hundertprozentig wie Butter ist. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen, weil das halt so teuer ist, ne? Kannst du dir besser die von Dalton holen? Die ist halt noch pflegender und ist einfach geil. Also die ist von der Konsistenz her nicht ganz so wie die hier, weil das hier ist wirklich wie Streichbutter quasi. Und die von Dalton ist halt einfach noch ein bisschen erschwinglicher als dieses Schätzelein. Das ist aber halt bei beiden schön Spa-Moment dabei, ne? Naja, ich fand sie gut. Ich würde sie mir aber, wie gesagt, aus genannten Gründen nicht nachkaufen. Fand sie aber auf der Haut sehr, sehr toll. Caudalie hat bei der My Little Box ein paar Produkte beigesteuert, weil die ja so eine Kooperation hatten. Und das hier ist die Hyaluronic Nourishing Body Lotion. Die war für zweimal eincremen und war top. Ne? Würde ich jetzt auch eher so Richtung Sommer, Frühling verwenden oder empfehlen, weil die halt nicht so super reichhaltig ist. Aber trotzdem fand ich gut. Dann habe ich hier von Bilou Snow Rose Made with Love einen Cremeschaum. Auch den fand ich mal wieder gut, aber nicht sonderlich pflegend. Ne? Das ist halt eine schöne, witzige Geschichte, wenn du da so einen Schaum rausbekommst und dich damit dann so einreibst und so. Finde ich immer ganz lustig und der Duft ist auch toll. Obwohl der zum Ende hin immer ziemlich so, als wäre da, ne, weil da ist ja auch irgendwas drin, was ja quasi macht, dass es schäumt. Und ich glaube, das kommt am Ende raus und es stinkt manchmal. Aber das an und für sich riecht das richtig geil. Ne? Jo, würde ich mir nachkaufen. Mag ich gerne. Dann habe ich noch ein paar Produkte und zwar ist es einmal hier so ein Airwick Fee. Ne? Da habe ich jetzt hier traumhafte Vanille, mag ich gerne leiden. Das ist eine schöne Geschichte. Wir haben ja diesen Airwick Sprüher bei uns im Badezimmer stehen und ich mag es einfach gerne, wenn der einfach so sprüht und dann sowas raussprüht und das Badezimmer dann einfach schön danach duftet. Finde ich einfach. Finde ich ganz entspannt und ich mag das. Das kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich hier zwei Zahnpastas. Zahnpasten. Einmal meine Lieblingszahnpasta von Elmex, das ist die Repair and Prevent Sensitive Professional. Die ist schon wieder. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Kann ich euch empfehlen. Ich habe sehr empfindliche Zähne. Ich habe ein bisschen freiliegende Zahnhälse unten. Oben? Weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall empfindliche Zähne. Kann euch die mega empfehlen. Die ist pflegend, die ist reinigend und das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier von Parodontax noch eine mal irgendwo in der Box, glaube ich, mit drin gehabt. Und da habe ich die mal verwendet. Das ist die, die so komisch salzig schmeckt. Ne? Seltsamer Salzgeschmack, aber sanft und gründlich. Ne? Das ist halt das Positive. Man muss sich nur an diesen Geschmack gewöhnen.
Ich persönlich würde immer die von Elmex bevorzugen. Ja, auch wenn die echt gut gemacht hat, was sie machen sollte und ich sie ganz angenehm fand im Pflegeergebnis und so, ne, würde ich die von Elmex bevorzugen. Und das waren das letzte Produkt in meinem Aufgebraucht-Video. So, jo, ist schon einiges leer geworden, ne? Also habe mich bemüht und ich hoffe, dass ich jetzt auch immer mehr so Drogerieprodukte euch auch mit reinbringen kann. Da hattet ihr mich ja drum gebeten. Und dann gucken wir mal, was nächste Woche vor allem, nächsten Monat noch so alles so rumkommt. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!